Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wieder mit dabei der Markus. Hallo. Und der Trucker. Hi. Ja, bei mir gab es mit der letzten Aufnahme leider ein paar Probleme. Daher habt ihr dann die Aufnahme vom lieben Markus gesehen, der sie mir zur Verfügung stellt. Gestellt hat. Ab jetzt gestellt hat. Ja, jetzt läuft es aber wieder. Wir hatten ein paar Sachen umgestellt und dadurch hat es sehr geleckt bei mir, dass ich die ganze Aufnahme verwerfen musste. Genau, also das ist auch zur Erklärung, kann man auch damit erklären nochmal mit der ganzen Geschichte, was ich schon mal bei einer Folge Cities angekündigt habe. Ich weiß gar nicht, ob die Folge dann schon heraus ist, bis diese 7 Days-Folge hier kommt. Wow, es sind Hunde da. Oh ja, ich sehe es, das sind Hunde, das sind Hunde. Scheiße, Hund! Hund, direkt bei dir! Drecksviecher. Ich hab's gerade bei Kevin gesehen, habe ich erst gedacht, du bist schon unten. Also Boah. genauso turbulent, wie die letzte Folge angefangen hat, fängt auch die hier an. Nur sind es diesmal die Hunde. Ich gehe mich mal verbinden. Alter Schwede, ey. Glaube ich Hast du später. den Hund da unten erledigt, Kevin? Bin ich gerade dabei. Erschrocken bin ich auch gleich, ey. Ja, was Ja, mal. der ist da. Okay. Dann kommt man schnell hier rüber. Jo, ich bin schon auf dem Weg. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe, darüber zu springen. Wenn nicht, soll ich dir schnell Blöcke setzen? Ah, oh, shit. Nein, ich hab. Warte mal kurz. Da Ja. kannst du drüber laufen. Ja, ich hab's geschafft, ich bin drüber gesprungen. Warte mal, wo ist der Trucker? 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 Ich komme. Hopp, hopp. Okay, also, Kevin, ich versuche mich mal da durchzumogeln. Wir haben uns hier eine kleine Treppe gebaut, das heißt, ich werde mir aber so einen netten Block hier, den nehme ich mir gleich mit. Na, Zack. toll. Jetzt Nämlich, versuch's nochmal. Ich hab Blöcke gesetzt, jetzt kannst du drüber laufen. dass ich dann am Ende das Messer hier legen wir mal weg, den brauchen wir hier, dass ich hier wieder auf die Mauer drauf komme. So. Hier ist eine Treppe. Zack. Ich halte hier oben Wache. Ja, oder so. Genau. Wir wollen jetzt auf jeden Fall, das mal zur Erklärung jetzt vielleicht nochmal, auf jeden Fall hier die Mauer fertig machen. Das heißt, dass wir hier, ja, die Mauer fertig machen. Warum? Ah, okay. Warum? Einfach erstmal erklärt kurz, dass wir eben am Ende des Tages hier in der Nacht in Ruhe arbeiten können, selbst wenn die lieben Damen und Herren Zombies hier auftauchen sollten. Kurze Frage, soll ich die Treppe hier auch so an der Seite an der Mauer lang führen? Wie an der Mauer lang führen, meinst du? So wie jetzt die Holzblöcke stehen? Weil es halt einfach platzsparend ist oder auch so eine Brücke bauen? Könnten wir eigentlich, nö, würde ich so als Treppe machen, weil anders brauchen wir es ja jetzt eigentlich nicht. So, ich versuche das jetzt mal, dass ich dann so weit wie möglich jetzt außen rumkomme. Muss dann von oben nochmal hin, dass wir schön auf eine Höhe sind. Und dann werden wir heute Nacht damit anfangen, unseren Turm zu bauen, auf jeden Fall. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, das habe ich vorhin angefangen, bevor die Hunde kamen. Warum es vielleicht auch so Probleme gab mit Kevins Aufnahme, war auch unter anderem der Grund, da wir zwischenzeitlich versucht hatten, GTA Online aufzunehmen. Aber da war aufgrund der Software, die wir nutzen, das ist OBS, also Open Broadcaster, mit der wir aufnehmen, aktuell noch, ist es so, dass wir da eine wahnsinnig hohe CPU-Auslastung hatten, vor allem Kevin eben. Und zwar so massiv, dass die Aufnahme richtig, richtig Probleme gemacht hat. Was heißt Probleme? Die Aufnahme war eigentlich unbrauchbar. Haben dann ein bisschen rumgestellt am Open Broadcaster und vor der 7-Days-Aufnahme haben wir vergessen, das umzustellen. Und Leider. dadurch gab es genau leider die Probleme jetzt bei Kevins 7-Days-Aufnahme. Haben das aber Gott sei Dank durch einen Zufall hat das Kevin dann gemerkt und kontrolliert und ja, da haben wir dann festgestellt, sonst wäre nämlich auch diese Aufnahme, weil wir eben immer noch in der gleichen Session sind. Ja, auch. Ach du Scheiße. Ich Fett bin. Arsch. Ja, ich bin die Mauer hinten runtergefallen. Wäre sie.
Um so das schön zu sagen, wie Strugger gerade gesagt hat, ja, wäre auch diese Aufnahmesession für'n Arsch. Kevin? Ich versuch's jetzt nochmal mit dem Springen. Probier mal. Weil ich habe nämlich auch keinen Block mehr einstecken. Probier, probier. Geht schon. Ich hab's geschafft. Jawohl. Yay! Ich weiß auch mittlerweile, was ich. Ach ne, spannend. Was ist denn das? Ach, das ist der Scheinwerfer. Genau. Ja. Ich bleibe aber gleich hier oben, denn. Lässt du mich mal kurz da durch, Trucker? Der leuchtet aber echt voll krass, ne? Ich glaube, ich gehe Federn suchen. Ist mir zu langweilig hier oben. Ja, genau. Geh du mal Federn zu. Pass aber auf die Hunde auf. Oh ja. Wenn ich sterbe, dann was. Letzte Folge Zombies, diese Folge Hunde. Es kann nicht ganz so einfach. Es kann eigentlich nur schlimmer werden, sag ich mal. Nämlich Hunde und Zombies auf einmal. Am besten noch ein Bär dazu. Nein! Was? Was ist denn das? Was ist denn mit der Insel jetzt passiert? Malheur. Ein kleines, wa? Kevin, was hast du gemacht? Also ich freue mich jetzt schon auf die Folge. Ja, nix. Ich guck's mir an. Also wer es bei Kevin schaut, geht dann bitte bei mir danach mal rüber aufs Video und schreibt mir in die Kommentare rein, was Kevin denn da angestellt hat. Nix. Nein, ich guck's mir natürlich auch selbst an, weil nix, nach nix schaut das hier nicht aus. Alles gut. Alles gut, ja. Alles schick. Okay, also. Also, das ist hier wirklich eine ziemlich hohe Mauer. Aber wir wollen ja auch sicher sein vor den guten Zombies. Deswegen auch eine, die relativ, ja, richtig gute Idee von Kevin, da eben. Oh shit. Was denn? Ich müsste vielleicht mal auf der anderen Seite. Ich gehe erstmal auf die andere Seite. Machen wir von der anderen Seite weiter. Wenn ich schon da oben bin, soweit wie es geht. Willst du die echt so hoch machen? Naja, einmal komplett außenrum, dass wir auf einer Höhe sind. Die wird dann nach hinten natürlich höher. Das ist ganz normal. Okay. Wenn du das sagst. Na, es soll ja auch anständig ausschauen, Kevin. Willst du dann nicht erstmal die Mauer hier bitte weiterziehen? Ja, ja, dann hab ich. Dann kann ich nämlich die Blöcke hier dran setzen. Das ja, habe ich ja gerade, habe ich ja gerade vor. Aber zwei Vergrößern. Dafür würde ich jetzt nicht gerne. Nicht da, nicht da. Ja, ja. Direkt bei mir. Ach, Mann. Nur zu meckern. Das Problem ist aber, dass ich hier dann nicht ganz nach oben hochkomme. Das ist ja dein Problem. Ja, eben, deswegen habe ich ja von da hinten gerade angefangen erstmal. Aber gut. Kevin möchte es so. Die Olle dann Diva. Das so. Nein! Warum? Was ist jetzt wieder? Warum passiert das immer nur in der Aufnahme? Kevin, was ist denn passiert? Erzähl doch mal. Nix. Ja, es schaut schon wieder nicht nach nix aus. Es ist zusammengebrochen. Nein, er hat's gesehen. Ja, na, ich habe das Gefühl halt einfach, weil hier, ich habe es nicht gesehen, aber hier liegt halt überall so Altholz. Ja, es ist zusammengebrochen. Ich habe einen Block nach unten dran gesetzt, das hat es nicht mehr ausgehalten. Ach, Kevin. Oh, ah, ja. Neuer Plan. Warum bauen wir nicht Markus ist dran schuld. Mit diesem Material einfach auch, das ich hier nutze für die Mauer, einfach Stützpfeiler? Und dann weil oben? Das genauso viel bringt wie das. Ja, aber wenn du erstmal nur Pfeiler nach oben baust, also vier Pfeiler. Sozusagen. Hä? Was ist das jetzt? Was Hallo? Ist was? Hallo, Maus? Erde an Maus? Maus? Die will nicht mehr. Was ist das jetzt? Was? So, Chuck, er spricht in Rätseln, also. Ja, nee, der mein Bogen irgendwie spinnt. Hier komme ich wieder ganz nach oben? Was soll denn der Scheiß? Das war jetzt echt seltsam. Der hat eine Maus gezogen. Okay. Komischerweise.
So. Gott sei Dank habe ich jetzt gerade mal nach hinten geschaut. Oh, da liegt der Wastel. Der Wastel. Schwupp. Der Hirsch. Oleg und Zombie. Der liegt auch gleich. So, mein lieber Kevin, dann mache ich hier noch gar fertig. Und dann, ja, passt das Ganze hier. Das ist sehr schön, denn Du hast ja noch was von dem Material, oder? ein paar, Was heißt ein paar? ja. 137. Ja, das könnte reichen. Ich habe jetzt nämlich So. noch 11. Dann müssen wir jetzt hier noch einen Pfeiler. Die verbaue ich jetzt erstmal und dann hole ich mir deine restlichen ab. Mach das mal. Ich baue hier in der Zeit weiter. Was magst du da jetzt eigentlich? Was ich hier mache? Unsere Plattform bauen. Ich dachte, vielleicht hast du Lust, es so zu erzählen. Ich meine, du warst in der letzten Folge schon immer so spärlich mit den Informationen, dass du dir gedacht hast, Ja, komm, na, nö. das ist halt schweigsam. So, gib mir mal bitte deine restlichen. Ja. Bitte. Also, liebe Zuschauer, ihr wisst, von Kevin erfahrt ihr jetzt in dieser Aufnahmesession nicht allzu viel. Er hat da keinen Bock, euch irgendwas zu erzählen und Ah, so und. doch. Na, ich baue jetzt unsere Plattform, worauf wir dann quasi unser Häuslein bauen werden. Aber habt ihr es gemerkt, wie schnell er geworden ist? Nein, natürlich möchte ich erzählen, natürlich. Also es ist halt ziemlich anstrengend, weil setze ich jetzt eben Block zu viel, dann kracht alles wieder zusammen und dann sind halt um die 250 Blöcke weg. Also an die Zuschauer jetzt. Nichts sagen. Bitte nichts sagen. Nichts sagen. Gar nichts. Doch. Nein, weil Kevin muss Doch. sich konzentrieren. Ruhe. Du bist eine Spinne. Ganz ruhig. Du bist Kann eine man nicht Spinne. verantworten. Natürlich nicht. Sowas kann man nicht verantworten. Das wäre sozusagen verantwortungslos. Ja, genau. Das ist der Begriff, verantwortungslos. Genau. Was mich jetzt allerdings interessieren würde, Ob's hält? ja, ob ich hier an die Mauer auch anschließen könnte und da drüben. Ins Umfeld dann. Ohne jetzt noch einen Stützpfeiler zu verwenden. Ja gut, die Frage ist, also ich würde. Boah! Was? Boah! Hund! Alter Leute, ich bin voll erschreckt. Oh leck, guck ich am Arsch. Oh leck. Bin ich jetzt erschrocken. Sag einfach Sitz. Da ist ein Block Boah. zu viel. Jetzt brauche ich aber ganz dringend hier irgendeine Bandage, ey. Ähm, Im Haus. ich, ich habe auch welche einstecken, noch 2 Stück. Okay, dann müsste mal ganz schnell, weil ich verblute ziemlich schnell. Wo bist du denn? Ich komme jetzt gerade hier. Wer bist du das? Ja, 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 ja. unter dir. Ja, warte. Weil dann wird die Plattform ein Stückchen größer. Warte, ich komm runter. Hier lege ich sie dir. Na, hier liegt sie. Nimm sie gleich auf. Ihn interessiert das Ich hab nicht. sie. Danke. Ich bin gerade beschäftigt hier mit Erste Hilfe, Kevin. Ich habe schon mitbekommen, die Plattform wird da ein bisschen größer. Ist auch schon alles klar. So funktioniert. Aber ich würde, um eigentlich deine Wie Frage war oder deine das? Bedenken nochmal anzugehen, sicherheitshalber nochmal Stützpfeiler bauen. Das hält jetzt so. Kannst du erstes mal probieren, wenn ich jetzt da hochgehe? Das war jetzt echt heftig. Das hält. Ja, Kann ich ohne Probleme hält es auch, wenn wir draufhauen da da. nochmal was draufbauen? Und das wird ja jetzt noch verstärkt. Also ja. Okay. Also ihr seht, wir sind da richtig am Werkeln und werden das auch die Nacht über tun.
Das heißt, wir werden aber noch mal ein bisschen Material vielleicht dann auch beschaffen. In Form von. Schwacker, was machst du gerade? Zombies killen, die mich angreifen. Achso. Aber das wäre natürlich sinnvoll erstmal. So, ich bin jetzt auch gleich mit der Mauer fertig hier, wollte ich mal so nebenbei mitteilen. Hast du danach was zu tun? Nein. Ja, Federn holen. Das ist schön. Dann habe ich eine Aufgabe für dich. Ja, wir müssen außerdem ja noch den das Zeug setzen. Ja, auch. Was so viel Spitzen haben wir eh noch nicht. Aber du könntest dann. Nein, hier oben. Außerdem die Wood. Ach so, das, ja, da müssten wir noch welche craften. Haha, aber wir haben ein Problem. Hier bekommen wir es wahrscheinlich nicht hin wegen den blöden Felsen. Aber ist auch kein Problem. Ich klopp das Stück da oben weg. Dann sollten wir das hinkriegen. Positiver Nebeneffekt, wir haben gleich noch ein paar Steine. Also wenn diese Ecke hier weg ist, sollten wir das da eigentlich hinsetzen können. So, gut, okay, dann setze ich jetzt hier erstmal ringsrum Blöcke quasi. Genau. Kannst du mir dann auch ein paar geben, dann können wir uns entgegenarbeiten. Aber, wie gesagt, ja, das müsste schon so reichen. Leg mir einfach mal ein paar raus, dann fange ich genau in die andere Richtung. Na, ich crafte gerade erst welche. Achso. Also viel mit rauslegen ist da nicht. Gut. Weil ich halt da hinten auch einen Haufen verbaut habe. Ja, okay, ne, pass auf, dann mache ich es anders. Was ist denn mit meinen Äxten? Könnten wir rein theoretisch jetzt, Kevin, was du machen kannst? Ja, nee, pass auf. Was ich jetzt erstmal sagen wollte, wir könnten noch rein theoretisch hierher gehen, weil wenn wir später hier in diesem Bereich auch etwas ansehen wollen, ja, könnten wir uns doch hier an die Mauer eine Kiste hinbauen. Richtig? Ja. Weil das könnten wir jetzt schon machen, weil da können wir die ganze Clay und so, alles was ich hier im Rucksack habe und Nägel und solche Sachen, alles hier reinpacken. Kannst du tun. Aber erstmal wichtigere Sachen. Und zwar, hier unter dieser Brücke. Ja. Ups, da runtergefallen. Oder komm da einfach mal her. Kann ich dir gleich erklären. Hier erstmal halt das hier wegnehmen. Alles und zwei tief bitte buddeln. Zwei tief buddeln. Ja. Warum möchtest du da buddeln? Buddel gerne. Spitzen unter der Brücke. Dass wir die weiter nach unten setzen. Ah, okay. Weil die Spitzen würden noch einen Block nach oben geben quasi. Hunde! Scheiße! Viele? Huh, ich bin drüben. Huh, huh, huh. Ich bin runtergefallen. Komm rüber. Wie viele Hunde? Ich bin wieder runtergefallen! Jetzt leck mich doch am Arsch, wieso springt denn der nicht? Setz noch einen Block! Ja, mach. Gut, mach weg! Ja. Oh, Junge! Liebe Zuschauer! Ich bin kurz vorm Herzinfarkt. Ich hab da bloß gerade was gesehen. Freunde, die Hunde! Ja, weißt du, und dann kommt Kevin hier so daher. Kevin wusste das bestimmt. Der wusste bestimmt, dass die Hunde jetzt kommen. Nein. Doch, da bin ich überzeugt davon, dass du das wusstest. Woher soll ich das wissen? Weil du mich extra runtergeschickt hast. Hier. Geh mal buddeln und dann. Ja, ich bin drüben rechtzeitig. Das seht ihr bestimmt. Jeder, der das hier anschaut, sieht es ganz bestimmt genauso. Das ist Quatsch, was du erzählst. Ach, Trucker hängt da auch draußen rum. Ja, da oberhalb ist noch irgendwo ein Hund. Ich krieg den scheiß Hund da nicht hin, weil er an der Treppe ist immer wieder. Er schafft das schon. Achtung, Trucker, da ist ein Hund! Naja, ich. Ups. Pass auf, der ist jetzt auf der Treppe. Ups. Ich hab ja, das war's jetzt. Ah, ne, ich hatte doch nicht, ich hab den bloß getroffen. Scheiße, der ist jetzt genau unten runter. Das war jetzt ein bisschen blöde. Wieso habe ich nur noch 95 Leben? Okay, der ist tot.
Das ist ganz normal, weil du was Weil du mit abgezogen jedem bekommst. Marsch sterben 10 Leben verlierst. Oh nö. Das ist ja blöd. Das Willkommen finde in ich jetzt Silent aber. Days to Die. Ja, das finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Aber da ist noch irgendwo einer rumgerannt. Weil der N habe ich hier hinten gekillt, bei uns. Achso, weil da oben war noch einer. Dann hol erstmal deinen Rucksack ab. Bekommt man da auch noch wieder welche dazu legen? Durch Ja, gutes gutes Essen. Essen. Hol erstmal deinen Rucksack drüben ab. So, oben am Haus, der ist weg. Ja, bei mir hier an der Seite war einer. Ich weiß nicht, ob da oben einer ist. Ja, vielleicht ist er auch wieder runtergekommen, weil vorhin ist einer da oben raufgelaufen, am Haus hin. Also ich habe zwei erledigt auf dem Weg hier hoch. Okay, also ich habe nämlich einen hier unten erledigt. Jo, dann werde ich halt nochmal einen Versuch unternehmen, weiter zu schaufeln. Bist du jetzt eigentlich rings? Gut. Frage selbst beantwortet. Was? Ich wollte nur wissen, ob du ringsrum jetzt auf einer Höhe bist. Nicht, da Ja. ich jetzt hier Blöcke setze und. Das heißt, ich bin hier auch schon wieder im Endeffekt am Clay farmen. Möchtest du diese, also nur hier unter der Brücke oder was möchtest du das so runter haben? Kevin. Ja, will ich. Okay. Später kann man das natürlich auch noch ringsrum machen, aber. Ja gut, ob das dann unbedingt sein muss, das denke ich jetzt weniger, aber... Muss nicht sein. Ich denke, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, dass wir dann ringsrum noch Spitzen setzen, so zwei, drei Reihen breit. In der Richtung. Was dann vielleicht auch dafür sorgt, dass wir die Zombies ein bisschen mehr abhalten können, an die Mauer direkt ranzukommen. So. So, wir haben auch inzwischen 18 Uhr. Na, diesmal braucht man nicht extra rüber. Müssen uns halt bloß hier drin aufhalten. Ja, ich werde jetzt aber noch mal ganz schnell dann gleich hochlaufen ans Haus, weil ich brauche, muss unbedingt was essen. Das werde ich jetzt als erstes machen. Dann tu das. So, So, ich hier baue dann am ist. Häuschen weiter. Bitte? Ich baue dann am Häuschen weiter in der Nacht. Genau, und wir werden in der Nacht, können wir im vorderen Bereich das ganze Gras mal wegfarmen noch, auf jeden Fall, und die Steine. Ja. Das kann alles Da weg. ist ein Hund, der mich nicht gesehen hat. Dementsprechend Wo? scheiße ich jetzt auf den Hund und gehe rein. Ich nehme den Scheinwerfer aber mal mit hoch zu mir, wa? Ja. Das leuchtet ja dann, Ja gut, glaube wir ich, können ja mit alles. Fackeln da noch arbeiten. Also dieser Hund dort oben am Haus, der ist also doch noch dort. Der hat bloß jetzt Gott sei Dank überhaupt nicht auf mich reagiert. Da bin ich natürlich sehr froh drüber. Wir werden aber auch wieder was zu essen brauchen in Kürze. Das Ich bin heißt... auch nebenbei dabei. Genau, pass auf hier, wenn du aufs Haus zuläufst, rechts vom Haus, war ein Hund jetzt noch mal gewesen. Also nicht, Ja, dass der dann mal. dir... Da müsste Video. da auch vorne Licht haben, eigentlich. So wie das bis jetzt aussieht. Okay. So, also das ganze Material, was hier oben ist, ist vielleicht auch mal als Information. Das werden wir dann holen, wenn wir unten soweit sind und Kisten etc. alles eingebaut haben. Denn dann haben wir hier die Möglichkeit, problemlos alles schön einzulagern. Bringst du auch noch Trinken mit? Ich habe 15 Gläser dabei. Sollte reichen. Sollte reichen. So, ich hoffe mal, dass der Hund jetzt nicht da draußen irgendwo gleich steht. Oh ja, das Licht leuchtet schon bis hierhin. Ich packe auch mal die eine Fackel hier ein. Und auch die Fackel hier drüben.
Und dann picken wir oder setzen wir die nämlich dann, würde ich sagen, an die Mauer hin. Ja, bevor die Nacht anfängt, würde ich sagen, machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Ja. Und ja, bearbeiten die Nacht in der nächsten Folge. Zombie! Und runtergefallen. Ich bin drüber. Ein Hund. Noch? Auch noch? Ja. Der gleich runtergefallen ist. Also, Kevin, das funktioniert wunderbar. Das haben wir gerade gesehen. Der Hund ist direkt runtergefallen. Der Hund kommt wieder. Und er fällt wieder runter. Schön, das oder? Gleiche ist wie der Zombie. Also, das ist eine hervorragende Idee gewesen. Da drüben müssen wir dann bloß einen Treppenstufen dran bauen, aber das ist das geringste Problem. Ja. Kommt wieder hoch. Und das Schöne ist halt, hier wo der Hund jetzt ist, könntet ihr den Block wegnehmen und nach unten wegschieben. Genau, das habe ich vorhin schon gemacht. In diesem Sinne aber dennoch, machen wir jetzt ein Folgenpäuschen. Werden uns aber dann in der nächsten Folge wiedersehen und mit Sicherheit auch noch dann möglicherweise auch der Hund noch hier sein und der Zombie. Ja, wenn es euch gefallen hat. Genau. Kevin. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Guckt auch bei den jeweils anderen dabei. Links sind unten in der Beschreibung. Über Kommentare freuen wir uns natürlich immer gerne, was ihr davon haltet. Beispielsweise. Oder andere Ideen vielleicht auch habt. Oder andere Ideen, wie wir was ändern können, um es noch sicherer zu machen. Würde mich freuen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.